Hallo und herzlich willkommen auf EU2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile 19, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. Heute haben wir ein Heimspiel gegen ERC Red Bull München, die ja in der Tabelle nicht so der Kracher sind. Auf jeden Fall heute die Rückkehr ins Team von Steve Pinizzotto. Schauen wir mal, wie es heute wird. Und wir haben ein bisschen an den Reihen was geändert. Und zwar habe ich jetzt mal Colby Janeway auf den Flügel gestellt, dafür Felix Schütz jetzt als Reihe 1 Center. Schauen wir mal, ob sich das bezahlt macht, weil ich einfach finde, wir brauchen den spielstärksten Center, und das ist Schütz normalerweise bei uns im Team mit 70 Punkten, brauchen wir in Reihe 1. Vielleicht harmoniert er ja ganz gut mit Jason Akes, und ich bin auf jeden Fall gespannt. Pinizzotto jetzt in Reihe 2 als Flügelspieler, glaube ich, mit Ryan Jones? Ich weiß es gerade gar nicht, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. 16 Siege haben wir schon geholt, das sieht ordentlich aus. Wäre es schön, wenn bei den Kölner Haien in der Realität das so laufen würde, aber leider ist es ja nicht so. Die Haie spielen eine absolut beschissene Saison, das muss man leider sagen. Besonders im letzten Spiel. Ich gehe auch hart davon aus, dass wir einen Peter Dreiseitel nach der Länderspielpause nicht mehr als Trainer sehen werden in Köln. Da wird definitiv gehandelt und ich muss auch sagen, ich denke auch, dass der Sportmanager Mark Mahun seinen Hut nehmen darf für das, was er jetzt zusammengetragen hat. So, Brooks Masek hier auch irgendwie bei den Münchnern, obwohl der in der AHL spielt. Also ja, leider ist dieses Kader-Update nicht ganz so realistisch. Das letzte zumindest. Aber hey, ist okay. Bei Masek läuft es ja in der AHL. Der hier Danny aus dem Birken 2,02 Gegentore pro Spiel. Masek ist, glaube ich, momentan der Topscorer in der AHL. Also hätte ich ihm gar nicht zugetraut. So, jetzt Schütz gegen Stajan. Und Schütz verliert es wohl wieder. Dann haben wir Seidenberg. So, mit Eiski. Porter. Marcel Müller. Oh, Medaiski haut die Scheibe. So, Schütz jetzt. Setz dich nicht durch. Seidenberg. Was ist denn das für ein komischer Auftakt hier? Orly. Seidenberg. Stajan. Auf Jeffrey. Und Jason Akeson, unser Topscorer derzeit. Stajan. Ah, der kam nicht dran. Justin Chuck. Der Ex-High. Weiß gar nicht, wie läuft es eigentlich bei Justin Chuck bei München? Keine Ahnung, ich habe das gar nicht mehr verfolgt. So, jetzt Marcel Müller. Die Chance. Und Medaiski. Aber Danny aus den Birken. Aus den Birken. Schön, das erste Spiel haben wir verloren. 1,9 Sekunden vor Schluss oder so. Hat ja München das Tor gemacht. In der Overtime. Und Danny aus den Birken, der ging uns so auf den Sack im Spiel. So, Pinizzotto. Oh, der war eigentlich gar nicht schlecht, der Schuss. So, Fabio Vohl ist jetzt Reihe 2 Center. Kann auch sein, dass er das vorher schon war. So, Morgan Ellis. Auf Steve Pinizzotto. Ah, Danny gehalten. Ein Mann mit Haie-Vergangenheit. Oh, das weiß jeder. Oh, und da ist die Chance. Mitchell, Masek und Wessler hat die Scheibe. So, jetzt wieder Steve Pinizzotto. Es geht wieder nach vorne. Pinizzotto hat die Scheibe. Ah, schade. Motner, Chuck. So, Michi Wolf wird erstmal da hier weggecheckt. Und Ryan Jones. Ach. So, Pinizzotto immer noch auf dem Eis. Zalewski, Jones. Muss ich, glaube ich, mal ein bisschen schneller hier spielen. So, Pinizzotto. Oh, er haut vorbei, Mann. Mark Vokes. Wir stehen, glaube ich, dass München ein bisschen zusammengenommen ist. Parks, der in der Realität verletzt ist. So, jetzt Pinizzotto wieder. Will der nicht mal zum Wechsel? Oh, Alter, was für ein Check gegen Titel. Dass der Pinizzotto gesehen hätte. Nein. Aus den Birken. Munich's controlling play now through neutral ice. He takes that point pass. Propelled to Boyle. Boyle. So, Sulzer fängt. Ach, Sulzer, Mann. Nein, das ist eine Strafzeit. Oh, scheiße, ey. Ja, so. Okay. Oh, Zalewski.
guys have to go to work now. This is an opportunity they hope for. You want one early and you want to see if you can get on. Oh, Malaysia kriegt den nicht weg. Oh, Potter. Ja, souverän rausgespielt. Hä, warum geht denn... Hä, der hat gar keinen Schläger gerade gehabt hier, der... Masek. Ach, der hat einen kaputten Schläger, aber Hauptsache, er zieht da hinterher, ist klar. Ey, ja, genau, mit Daisuke. Du rennst immer noch ohne Schläger hier rum. Alles klar. So, jetzt hat er den Schläger anscheinend von Zaleski bekommen. Und Wessler hält erstmal fest. 26 Sekunden sind es noch. Und jetzt Hossbild. Alice, der fliegt. Hossbild hat die Scheibe, spielt auf Pilizotto. So, Unterzahlspiel auf jeden Fall überstanden. Pinizotto, nein. Heiß verzogen. Oh, Elson. Macht den Schläger lang. Jetzt Patrick Hager wird aber mal ordentlich weggeräumt. Und Westlow hat ihn. Oh, ich bin so bescheuert, ey. Oh, wie dumm. Ja. Das, ich verstehe, ich mache mich immer die Leute, die das online machen, total lustig und denke mir, was für Idioten seid ihr. Und ich mache es hier gegen die KI. So, Wicklund. Elkson, ausgewirkt hatten. Sieht schon, kommt, dass ich jetzt 1-0 verliere, nur wegen dieses Drecksgegentor. Scheiße, Mann. Only one goal scored and two periods yet to go. 9-4 die Schussstatistik, Mann. Aber jetzt Schütz gegen Sagen. Und ein Tor, Mann. We have begun period two with Eddie Olczyk and Ray Ferraro, Mike Emery. Yeah, never change a winning team. Was mach ich? Bau die rein in Wessler hat ihn. Madajski. Kommen wir jetzt auf Elkson. Warte. Nein! Oh, Müller. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. Nein. Chip to Seidenberg. That is a shot that went way wide. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns heute zurück ins Spiel bringen kann. So, Jason Nixon. On through the corner. Oh, fuck you, man. Back on his stick. Och, ich werde wahnsinnig. Gathered up again by Olle. Snapping a pass to Stajan. Munich's moving the puck up the wing. Directing that one to Axel. So, nur Axel. Nur abziehen. So, Fabio Vohl. Ist er. Oh, mitschleppen. So, Wolf gegen Müller. Und Alice wird aus dem Weg geräumt. Und Vohl. Boah, auszumwirken. Ah, wir müssen einfach mal schießen. Hätte auch reingehen können. So, Zaleski. Ah, Felix Bulli. Genue mit dem Check. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Mitchell, aber da der Schläger, Mann. Von Morgan Ellis und Zaleski. Drüben ist Genue. Nein, und die schießen wieder aus den Birken an. Ey, es ist einfach so. Ich komme da auch nicht mehr. Oh, komm, Nixer.
Die Chancen sind ja da. Hager. So, Tobias Wicklund. Oh. Nein, Mann. Warum hat ein Hager jetzt so viel Platz? Oh, Parks. Oh, Westlau, spektakulär. Und Ryan Jones. Er geht. Ryan Jones. Schulze. Ryan. Oh, shit. Genway. Oh, da ist kein Platz, ey. Jetzt geht er zum Wechseln, Mann. Wahnsinnig, ey. Wir sind in der Offensive und er geht zum Wechseln. Weg ist er. Ja, Open Ice hier, das würde ich aber auch so sehen. Oh, Westlau hat sich ein bisschen verschätzt, aber wir bleiben in Scheibenbesitz. So, jetzt Genway mit Kai Hossfeld, aber der Puck kommt nicht an. Christensen, aber da ist Westlau. Und jetzt Freddy Tiffels, aber da sind schon wieder zwei Münchner. Und da ist die Strafzeit, die wollten wir haben. Ja, schauen wir mal. Müller schützt Elksen. Ja, Bulli verloren. Abelshauser. Nein, Elksen. Hanowski. Around through the corner right now. Just walking the tightrope. Puck grab. Exi übernimmt von Schütz. In the slot. Mitchell's. Oh nein, ey, ich ziehe eine Strafe. Now it's directed to Stajan. What a tremendous hit. This penalty kills the power play. Cologne's been assessed a minor penalty. 2 minutes and the call is tripping. So, jetzt hier. Schütz. Wir müssen hier unbedingt gewinnen, Mann. Oh nein! Ja, Seidenberg spielt das clever. War es schon wieder eine Strafe? Oh Mann, ey. Was haben die denn? Ist schon 4 gegen 3? Hasn't been effective yet. Well, you're not going to get an endless supply of power plays, but they get another one here. See if they can punch through. Intercepted that one in a Ellis. Very important. Oh mein Gott, ey. Und jetzt ist 5 gegen 3 für 44 Sekunden. Ellis haut die Scheibe rüber. Mitchell, oh mein Gott, Mann, da steht der ganz frei. Eigentlich war es ja nicht schlecht, was ich vorhatte. Aber ja, dann war es leider so. Und die haben immer noch Powerplay. Das sieht nicht gut aus. Gegen Iserlohn gestern, das habe ich mir zugetraut, das zu drehen. Aber heute... Pinizotto, Modalski... Aus dem Birken. 55 Sekunden, ey. Das ist ein richtig beschissenes Spiel von uns heute. Und da ist gegen Wolf. Oh, abseits. Ach, München liegt uns nicht. Schon im ersten Spiel verloren. Und heute sind sie wieder danach raus. Set up an attack. Couldn't get through there. Hanging on. So, jetzt mal da ist Georg Zaleski. Cologne's controlling play along the boards. Munich's power play did not do it for them. A lot of times your bench generates a little bit of Marcel Müller. Ach Mann, ey, wird der geblockt. Ja, 2-0. Zwei dumme Gegentore. 13 zu 9, ja gut, wir sind zwar bei den Schüssen wieder ein bisschen besser, aber reicht halt nicht. Spiel 1 war da deutlich besser gegen München von uns, aber da haben wir das Tor halt nicht getroffen. So, Schütz.
Ey, och Mann, ey, das war auch dumm von mir. Dumme Strafen, die wir heute hier ziehen. Und die kosten uns das Spiel. Hospital verliert Bulli. Ich glaube, wenn jetzt das 3-0 kommt, dann war es das wirklich. Wolf, Wesslau. Und da ist es. 3-0, ey. Die Münchner machen uns heute komplett kaputt. Mann, Mann, Mann. We're in the third period for the opposition, at least that is fortunate. Aber wir geben uns nicht auf. Auch wenn es wahrscheinlich aussichtslos ist, ey, weil da habe ich das letzte Mal 3 Tore gemacht. Oh, Wesslau, Alter! So, der geht jetzt raus für die Aktion. Wenn ich wüsste, wie das geht. Hier, rein bearbeiten. So, Feierabend. Gustav Wessler, 14-0 für München. Dann schonen wir ihn. Der Worst Case ist eingetreten. Wir müssen den Torhüter tauschen. Aber was willst du machen nach so einer Aktion? John Mitchell, 6. Saisontor. Hannibal Weizmann übernimmt. Und das zu Hause. Oh, Schützen, Windows Bulli. Leisky. Komm, aber wenn wir jetzt verlieren, damit Würde. Boah. Und Leisky ist da. Jason Aixon. Hä, warum steht denn eine Verteidiger von der Seite? Wir haben Powerplay gleich. Nein, Mann, Müller. Und noch eine Strafe. 5 gegen 3, 2 Minuten. Da muss jetzt was passieren, ey. Jetzt können wir zumindest hier ein bisschen hier Powerplay üben. Schütz gewinnt tatsächlich Bulli, Sulzer. Oh Gott. Boah, Schütz läuft. Spielt euch doch mal frei, Mann. Ja gut, das war jetzt dumm von mir, aber was soll ich denn machen? Die stehen da alle rum. Und keiner macht was. He's in on an onside play. Slides it to the point. Passes to the slot. Nearly grazed the iron on that. We sometimes forget the speeds these guys are playing at, but accuracy is a key in creating chances. Oh, Schütz, ey, wieder Dilly, Mann. What magic did he pull out there? That was outstanding. Ey, nicht mal ein Tor kriegen wir hin. Doch, jetzt. Felix Schütz. Ja, sehr schön. Powerplay-Tor wenigstens erzielt. 3 Sekunden hätten wir gehabt. Jetzt geht's los. Oh, aus dem Birken. Naja, wenigstens haben wir den Shutout kaputt gemacht. Patrick Hager, ein Tor bis zum Hattrick. Dankeschön. Möchte ich nicht wissen. Ich habe gehört, er hat in Köln gespielt. Stimmt das? Oh, aus dem Birken hält wieder fest. Pinizotto muss eigentlich noch einen machen. So, voll wieder. Ich finde jetzt Bulli. Oh. Oh, leck mich doch am Zückerli, Alter. Was ein Save von Danny. Oh, und schon wieder, ey. Das ist doch Wahnsinn. Was ist das für ein Typ, ey? Ich könnte meinen, das ist hier so ein Carey Price, der im Tor steht. Das ist krank, was Danny hält. Danny wird wieder zu unserem Nemesis hier. Justin Chuck und haben wir zum Glück hier.
Hannibal Weizmann ein bisschen gerettet. Oh. A good solid pass and they can move ahead up that right wing. Oh, Pidi Zotto, Alter. Was ein Check gegen Seidenberg. Und Hannibal Weizmann hat ihn. Hey, sogar nicht abgepfiffen worden, okay. So, Zaleski. 7 Minuten noch. Höchste Saisonniederlage, das auf jeden Fall. Oh, Moritz Müller. Ja, schade. Ja, Arnoldshauser fängt man einfach ab. So, Stagen. Arnoldshauser. Und Hannibal Weizmann hatten. Und Zaleski, Vira. Langer Schläger. Boah, Moritz Müller, stark. Mann. Uvira kommt nicht ran, Mann. So, Sulzer mit dem Schläger. Und noch eine Strafe gegen München. Na, schade. Naja, 55 Sekunden noch. Einmal noch Powerplay. Vielleicht machen wir noch ein zweites Powerplay-Tor. Munich's roster goes down by one here. At least briefly, a minor penalty for hooking. They lock up, and that's a good job by the wing. Wir hatten Marcel Müller. Good keep. That's a great keep at the line. Right in front. Und Aixen, unser Topscorer, Orly. Oh, Schütznummer. Ja, jetzt ist er aber weg. 28 Sekunden. Weizmann verschätzt sich da ein bisschen. Die Dosen hier. Ziehen wir uns einfach mal 4:1 zu Hause ab. Ja, und das war's dann jetzt auch mit dem Powerplay. Ja, vielleicht geht jetzt noch einer. Ein Angriff, Marcel Müller. Und Danny hatten und wir verlieren tatsächlich 4:1 zu Hause gegen ERC Red Bull München. War mal eine Packung, muss man schon sagen. Danny aus dem Birken, überragendes Spiel, da muss man leider so anerkennen. 18:19 Schussstatistik, da sieht man wieder, woran es scheitert bei uns. Einfach unsere Chancenauswertung. Diesen 6 Minuten in unserem Drittel, in unserer Offensive, ja, und machen einfach mal 4 Zaubertore. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Musst du mehr härter trainieren, hat Niklas Sundblatt immer gesagt. So, wir haben Platz 1 verloren. Morgen spielen wir gegen Nürnberg und die sind auf Platz 1. Das heißt also, morgen ein 6-Punkte-Spiel. Hier sehen wir jetzt die Tabelle. Nürnberg 1, Kölner Haie auf 2. Dann Ingolstadt ebenfalls genauso viele Punkte wie wir mit 45 auf der 3. Dann Mannheim 4, Bremerhaven 5, Eisbären 6, Augsburg 7, Wolfsburg 8, München 9, Düsseldorf 10, Straubing 11, Iserlohn 12, Schwenning 13. Auf dem letzten Platz die Krefeld-Pinguine. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie meine Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch Twitch. Ansonsten der Uploadplan 12 Uhr WW2K19, die Karriere, 15 Uhr NHL19, die DL-Song mit den Kölner Haien, 16 Uhr das Universe, das Evoverse, mein Community-Universe in WW2K19 und um 18 Uhr das normale Universe in WW2K19. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bin jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschreiben, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.